Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte. Ungenügend. Eine Produktion von sofakush.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Jani im Hof. Hamburger von Mopo hat es halt in der Online-Ausgabe so aufgemacht, als äh, wäre es dann hier irgendwie Schlägerei bei Bremen. Es ist halt genauso aufgemacht, als ob sie da irgendwie Werder Bremen dissen wollen. Ja. Und dann klicke ich rein und das ist, so eine, äh, ja, das ist so eine Nullmeldung von irgendwie einem Geschubse bei einem Landesligaspiel oder so. Sehr schön. Ja. ja. So sind die Hamburger. Absolut. Herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend. Dem heiteren zweiwöchentlichen Geschichtspodcast mit meinem Dauergast, dem Unabsteigbaren, dem Unnachahmlichen und dem äh, unersetzlichen Avel Xavier Unsinn. Hallo. Schönen guten Abend nach Hamburg. Schönen guten Hallo, Abend in die Welt. Hallo nach Bremen von mir, Janni im Ja, was wir hier alle zwei Wochen machen, ist ein heiterer Geschichtspodcast, bei dem ich irgendeine Episode aus der Weltgeschichte vorbereite. Irgendwelche vergessenen Personen, äh, weirde Ereignisse, das kann alles Mögliche sein. Und der, der Clou daran ist, dass Abel völlig unvorbereitet heute reinkommt. Nicht nur heute, jedes Mal komme ich ja unvorbereitet rein und versuche, äh, Janni ein bisschen von seiner Linie wegzuschubsen mit irgendwelchen schrägen Nachfragen oder wichtigtuerischen Erläuterungen. Ja, endlich gibt es ja. es mal zu. Und, <laughs> und äh, um mich zu revanchieren, versuche ich ihn erstmal ein bisschen mit irgendwelchen Popkulturanspielungen oder anderen Sachen auf die falsche Fährte zu locken. Und heute habe ich gar keine so, gar keinen so tollen Lockvogel, aber eine sehr schöne Geschichte, Aha. denn wenn man bei Google anfängt zu tippen, Alternative für ach, hier bekommt man einen ganz tollen Einblick. Zum Beispiel suchen Leute nach Alternative für Schmand. <laughs> Sehr gut. Also, es ist nicht die erste Stelle wahrscheinlich. Ich, oh, ich habe es jetzt nicht rübergecopy rüber pasted und konnte auch irgendwie keinen Screenshot machen. Ich weiß nicht, was die Reihenfolge war, aber mit dabei in diesem Job dann Menü in der Google-Suche war noch Alternative für Backpapier. Ja. Ähm, Alternative. Alternative für Frischhaltefolie. Das sind alle also solche Lebenstipps. Ja. Ja, es war viel. Also Alternative für Schlagsahne und äh, dann noch was aus dem Sportbereich. Alternative für Klimmzüge. Ach. Ja. Ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Boxen. Äh, Let Pulldowns. Ähm, ja. Und ähm, ja, natürlich auch die Alternative für Deutschland. Klar. Und diese Alternative für Schmand wurde von einer 18-köpfigen Gruppe am 6.2.2013 gegründet. Und der Name der neuen Partei, die sich aus liberalen, nationalen und konservativen Initiativen, Wählervereinigungen etc. zusammengesetzt hat, geht zurück auf eine Äußerung Angela Merkels, die sagte, dass die Rettung des Euros alternativlos sei. Aha, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ja, das, das bisschen, ich meine, passt ja insofern, weil ja diese Partei ja erst mal im Starte ja von diesem ein äh, Typen, dessen Name ich gerade mir entfallen ist, die ja erstmal so eine euro äh, D-Mark-Rettungspartei werden sollte. Genau. Prominentestes ja, Mitglied, bzw. prominentester Funktionär, den ich denke, den meinst du, der ehemalige IBM-Manager und ehemalige Präsident des Bundesdeutscher Industrieller, ähm, Hans-Olaf Henkel. Nee, den meinte ich nicht. Ich meinte schon diesen Parteichef, der dann irgendwann zurückgetreten ist. Wie ah, okay. Na, ja, soweit, ja, soweit habe ich da nämlich auch. Ich habe noch nach irgendwas geguckt, was entfernt mit der meiner Geschichte heute zu tun hat und habe kein Otto gefunden. Dann habe ich den Hans Olaf genommen. Ähm, ja, sonst sonst gibt es nicht viel über ihn. Er ihm wurde das 2015 auch relativ schnell zu doof. Und dann hat die, äh, dann ist die äh, AfD ja auch abgebogen. Und ja, aber lassen wir das für heute. Man muss ja nicht an jeder Mülltonne schnuppern. Ähm, deshalb zu einer ganz anderen Sache. Josef Maas kommt mhm. am 31.01.1931 in Hönnepel am Niederrhein unweit der Grenze zu den Niederlanden zur Welt. Hönnepel? ist das Hönnepel. ein Fluss der mit Elvi Ludwig am Schluss. Achso, ich dachte, der geht mit der Ennepel vielleicht zusammen. Nee. Nee, Hönnepel ist am Niederrhein, kannst du die Grenze kannst du das kannst du das Ganze so grob verorten? Gesagt, sagt, weißt du? Ich gehöre zu dem Schlag Menschen, wo ungefähr in Münster das Ruhrgebiet beginnt und so ungefähr bis Trier geht. Also insofern habe ich in den Niederrhein nichts am Hut. Okay. Keine Ahnung, genau. ich habe keine Ahnung davon. Stell dir, stell dir das Ganze westlich von diesem Konglomerat vor in Richtung, ja. in Richtung Niederlanden. Also wenn du das Ruhrgebiet nach Westen verlässt, dann kommst du zum, ich habe schon mal gesehen, dass es tatsächlich westlich vom Ruhrgebiet noch was gibt, was Deutschland ist und nicht schon gleich Benelux. Hm. Mönchengladbach ist, glaube ich, auch so eine Gegend, die da irgendwo rumeiert. Ja, genau. Ein bisschen nördlich davon ähm, sind, wir, sind wir mit unserer heutigen Geschichte. Das und über die Kindheit von Josef Maas und die Jugend, da wissen wir wenig und da können wir auch drüber, drüber, drüber hinweggehen. Ähm, er wird, wie sein Vater, Landwirt. Und zwar richtig, also konventioneller Landwirt, intensive Tierhaltung, Schweinemast und wie das am Niederrhein nahezu in der DDR, in der DDR, in der DNA verankert ist, <laughs> äh, Katholik, ja, ja. Mitglied der CDU Klar. und in den äh, 60er Jahren, wo unsere Geschichte beginnt, äh, da hat die CDU da in dieser Gegend auch Wahlergebnisse. Da kann die CSU mitunter äh, in, in mit Bayern oder die SED, deshalb habe ich den, äh, habe ich da auch DDR gesagt, weil hier noch SED steht. Das sind Wahlergebnisse von, von denen konnten, die teilweise nur träumen. Ja, also eine sehr konservative, äh, erdverbundene äh, katholische Gegend. Und jo. Mars ist Katholik bis in die Zehenspitzen und ist auch im, äh, im Kirchenvorstand. Das ist ein Gremium aus dem Pfarrer und aus von der Gemeinde gewählten Bürgern. Und die verwalten das Vermögen der Gemeinde zum Beispiel. Zum Beispiel. Und legen so Entscheidungen fest, wie halt die Gemeinde Arbeit zu laufen hat. Ja, genau. Das ist sozusagen die, deren, deren ähm, Verwaltungsorganisation. Und äh, er bringt sich da ein, er engagiert sich. Und dieses Vermögen, die katholische Kirche hat natürlich Vermögen, gerade auch in diesen, in diesen Gegenden. Und in diesen Gegenden hat sie das Vermögen in erster Linie in Form von Land. Mhm. Und dieses Land, was der im Kirchenbesitz ist, das wird dann zum Beispiel zur landwirtschaftlichen Nutzung an die Bauern in der, in der Gemeinde verpachtet. Deshalb sind auch alle katholisch. <lacht> <lacht> äh, ja, und eines Morgens wacht Bauer Mars auf und hat ein Problem. Okay, äh, die, 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 plötzlich alle evangelisch geworden. Nee, keine Ahnung. Nee, das wäre wär jetzt auch ein Longshot gewesen. Nein, sein Acker wurde als Standort für ein Kernkraftwerk ausgemacht. Ja, wie das so war in den 70ern in Deutschland. Ursprünglich sollte das Gebäude, das Bauwerk in der Nähe von Eschweiler bei Aachen entstehen. Aber aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und der Nähe zu Großstädten rechnete man dort mit mehr Widerstand der Bewohner, so dass die katholische und vermeintlich autoritätskonformere Gegend am ähm, Niederrhein ausgesucht wurde. Also okay. es waren, so, waren so zwei Faktoren. Einmal dünner, dünn besiedelt. Dann schön an der Grenze ja, dann kommt die ganze Suppe nicht bei uns runter und äh, ja man hat sich da halt gedacht die ja, die Leute machen das mit die sind Autoritätsgläubig die sind konservativ die, die, die wenn, wenn da glauben an den Fortschritt heißt es wenn die glauben vor allen Dingen an wenn, an Autoritäten wenn die von oben was sagen das ist was Gutes dann wird dem vertraut und dann wird dem dann wird dem stattgegeben klar und es sollte nicht irgendein Atomkraft gebaut werden, sondern ein ganz besonderes, ein ganz innovatives. Und äh, die einige von euch haben es vielleicht gehört. Kommt jetzt in das mit dem, was so klingt wie so ein Eierhaufen. Ja, genau. Ah. Ach, das ist dann, äh, gibt es den, ich kenne nur den schnellen Brüter in Kalkar. Ist das Kalkar? Ja, so, dann kann ich jetzt die zwei Seiten aus dem Sk <laughs> Weg tun. Nein, weil du hast es, ähm, du, hast ihn, du hast ihn erkannt. Ich habe es auch vielleicht ein bisschen, bisschen eierig äh, eingeleitet. Vielleicht bist du deshalb mhm. auf den schnellen Brüter gekommen. Genau. Und ähnlich wie in der Godzilla-Folge, die, die, die Leute, die das gehört haben, wissen, wie gut ich ungefähr mit Kernkraft bin, um das zu erklären. <laughs> Und ähm, ja, was glaubst du denn, was ein, ein Kernreaktor zu einem schnellen Brüter macht? Das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, was macht denn überhaupt so ein Kernkraftwerk? Da wird Energie aufgewandt, um Atomkerne zu spalten und zwar so Uran wahrscheinlich, sonst würde man das ja nicht brauchen. Ja. Und da äh, entsteht wahnsinnig viel Energie bei. Die man teilweise aufhängt und teilweise halt nicht. Und deswegen muss es so stark gekühlt werden. Deswegen ist es auch immer irgendwie an so einem Wasserzeugs, mhm. meistens an einem dicken Fluss. Ähm, so. Ja, und was brütet? Also, brüten heißt ja immer, dass da irgendwas warm sein soll oder warm gemacht wird. Und wahrscheinlich. Äh, dass da was entsteht? Nö, keine Ahnung, was das, ja, das was so schneller macht. Genau, das, da, da entsteht nämlich was, weil da wird nämlich, das ist nämlich nicht nur Uran, sondern auch also Plutonium und Uran. Und ähm, bei dieser Kernreaktion in diesem in diesem Brutreaktor ist es so, dass noch weiteres brennbares Material entsteht. Mhm. Das heißt, er ist viel wirtschaftlicher, man braucht viel viel weniger Uran. Und okay. ähm, Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt Uran, das war allerdings in der DDR im Boden ah. und nicht in, der, nicht in der Bundesrepublik. So war halt einmal die, die Idee für den steigenden Energiebedarf und trotz mangelnder, mangelnder Uranressource also sowas zu bauen, was einen guten Output hat und einen niedrigeren Verbrauch. Und ich denke auch mal, und das wird auch, wurde da auch immer dis diskutiert, auch gerade von den, von den Kritikern ähm, ähm, an diesem Projekt, dass äh, das auch so ein, so, so, ein, so ein Prototyp wurde, um das, die Technologie dann exportieren zu können in andere Länder mit vielleicht nicht so viel Uran. Aber was heißt ähm, also? Es wurde während des Spaltungsprozesses wurden, konnten einfach andere Materialien verwendet werden oder ja, was war da? Also dadurch, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dadurch, dass Plutonium und Uran da zusammenspielen, äh, entsteht dabei noch weiteres brennbares Material. Dass man auch weiter verhacken kann. Dass man kann. dann auch wieder weiter verhaken kann. Genau. Dass man, ah, okay, man konnte mit weniger, man konnte mit weniger Einsatz über einen längeren Zeitraum mehr Energie gewinnen. Bei denen hackt's wohl. <laughs> und ja, an sowas sowas zu bauen hatte daran hatte die deutsche Energiewirtschaft und auch die deutsche Politik hatten daran großes Interesse, weil im Ruhrgebiet die Steinkohle auszubuddeln, das wurde mhm. nämlich halt auch immer teurer und unwirtschaftlicher und ähm, Energie oder Rohstoffimporte, es kosten natürlich auch viel Geld. Äh, ja, Annie Huselby, ähm, du hattest ja schon gesagt, der, ich, muss ich ein paar, ein paar Sachen überspringen. Ähm, das ist der schnelle Brüter und der im Volksmund wurde er dann genannt der schnelle Brüter von Kalkar, weil Kalkar ist die, die Gemeinde zu der das Dorf Hönnepil gehört. Okay. Und bei den ersten öffentlichen Veranstaltungen, da macht die, die Betreibergesellschaft, stellt da so ein Informationszentrum hin und da merkt man schon so auf Seiten der, der Atomlobby, oh, so ein Walk in the Park, so ein Selbstläufer, wird das nicht. Ähm, der, Weil Herr Maas dann irgendwie seine Traktoren vorgefahren hat oder was? Ja, nämlich der der, der Kirchenvorstand der Gemeinde Hörnöppel ähm, erklärt sich nicht einverstanden mit dem Verkauf des Gebiets. Und, ja, ähm, ja, in der schönen Doku, die meine Hauptquelle war und die wir auch in unserer YouTube-Playlist Geschichte Ungenügend, einfach bei YouTube nach Geschichte Ungenügend suchen. Ähm, die haben wir da auch drin. Es ist eine WDR-Doku, kein Atom in NRW, der Kampf um Kalkar. Und ähm, da wird diese Ablehnung der Atomkraft mit dem Katholizismus der Leute begründet. So. Ja, erklär mal. Weil, weil, das war schon immer so, das ging auch ohne und wir vertrauen auf den lieben Gott, das wird schon werden. Also letztendlich. Keine, keine Ahnung, ich denke, das war einfach so, ein, so eine Umschreibung für, dass die Leute schlicht und ergreifend überhaupt keinen Bock auf so ein Ding in ihrem Vorgarten hatten. Aber ähm, das wirst du wahrscheinlich noch sagen, aber ähm, das war dann schon aus Angst, man weiß nicht, was das für ein Zeug ist und wo das herkommt und was da passiert. Mhm. Ähm, neumodischen Krams. Ja, so in die Richtung, in die Richtung ging es. Die, die Gefahren, okay. die Gefahren des Ganzen, die, die Unsicherheit und dann, äh, wieso kommt das dann dahin? Ähm, ja, und Bauer staunt daher nicht schlecht, dass das Bistum Münster, die übergeordnete kirchliche Instanz, ähm, setzt mir nichts, dir nichts im Kirchenvorstand ab. Ähm, es werden irgendwelche Yes Men eingesetzt und das Land wird an die Betreibergesellschaft verkauft. Das geht so einfach, so so. Das hat ja nicht weit her ne, mit der Demokratie in der katholischen Kirche. Vermag ich nicht zu beurteilen als Nicht-Katholik. Äh, nicht <laughs> ähm, ja, 1972 wird der Grundstein am, äh, am Rhein gelegt. Für den ähm, jetzt auf, die Kosten wurden jetzt beziffert auf 1,7 Milliarden D-Mark. Mhm. Ähm, drei Jahre zuvor, als die Pläne vorgelegt wurden, wurden die Kosten noch mit 500 Millionen D-Mark beziffert. Das ist oh, wie so ein, wie so ein, halt, ja. wie so ein deutsch, großes deutsches Inf Infrastrukturprojekt halt immer läuft. Einer denkt sich eine Zahl aus. und ähm, die Der nächste äh, verdreifacht sie und dann hängen wir noch eine Null hinten dran und dann kommt es ungefähr hin. Ja, genau. Und ähm, Bauermaß ist maßlos ja, ent, enttäuscht, äh, ich wusste, dass es irgendwann mal kommt, maßlos enttäuscht von der, von der Kirche und spricht in einem WDR-Interview aus dem Jahr 1973 darüber, dass es dem Zitat... Generalvikariat nur um Geld gehe. Ich glaube, er meint das Generalvikariat, aber bei der katholischen Kirche kann man sich da vielleicht nicht so sicher sein. Ja, okay, Stille. Ja gut dann nicht. Ja. Ich hatte noch Badums dahinter geschrieben. Ähm, ja. Die mit dem Bau beauftragte KWU, die Kernkrafts-, die Kraftwerksunion, so heißt die Firma, mhm. und die ist wirklich sehr darum bemüht, jetzt, die merken, es gibt Widerstand, die sind sehr darum bemüht, schön Wetter zu machen. Und die machen das mit, also Informationsveranstaltungen und den, den Leuten im Umkreis vom, vom Kernkraftwerk, gerade den, den Betrieben, die es dann ergibt, werden bevorzugte Strompreise ähm, Versprochen und die, äh, die Kirche in Kalkar wird durch eine großzügige Spende von etwa einer Million Mark, die wird dann toll saniert. Aber ähm, ja, wie nicht alle Kalkarer lassen sich da so Honig ums Maul schmieren und ähm, unter anderem auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern in den, in den benachbarten Niederlanden regt sich Protest. Ja. Also für alle Leute. Aber erstmal das Land von der Kirche, das reicht. Also sie mussten jetzt nicht irgendwen enteignen oder irgendwelche Leute aus ihrem Haus vertreiben, so wie beim Tagebau, äh, wenn da irgendeine Kohle weggebaggert werden muss. Die haben einfach das Land gekriegt und konnten eigentlich theoretisch loslegen. So. Genau, so ein Kernkraftwerk ist ja auch unheimlich platzsparend. Stimmt. Du musst halt nicht irgendwie. Tagebau oder, oder Untertage was machen und irgendwie äh, quadratkilometerweise bewohntes Land weg, wegschreddern. Das, das hat es ja letzten Endes halt auch so attraktiv gemacht für die, äh, auch für die, für die Landesherren oder diejenigen Leute. Ne? So, oh, krass, was? Klar. So wenig, verbrennt so wenig Ressourcen, das stößt nichts aus, ja. Wo ist denn da der Haken? Und dann haben wir die auch damals von der Atomlobby, Haken, ja, weiß ich nicht. Wir müssen dann mal gucken, wo, wenn das ausgebrannt ist, wo wir das hintun. Aber da, da finden wir schon was. Ha? Machen Sie mal keine Sorgen. <lacht> <lacht> so stelle ich mir das vor, ganz naiv. Und ja. die Niederländer, das, wenn man sich das wirklich anguckt, das ist unheimlich nah an der, an der Grenze zu den Niederlanden. Und da sind dann auch so ein paar, jetzt auch keine Großstädte, aber durchaus halt äh, auch, auch etwas größere Gemeinden. Und. Die tatsächlich die erste Großdemonstration in Kalkar 1974 ist hauptsächlich von Fahrrädern geprägt, weil die ganzen, <laughs> weil die ganzen Niederländer da rüber rollen und keinen Bock auf das Ding haben. Und in den lokalen Widerstand, da gibt es erstmal nur relativ wenig Leute. Da kommen vielleicht mal so ein paar Leute aus dem, so, aus so, die so, vielleicht so ein bisschen so in Richtung Aktivisten gehen, aus dem Ruhrgebiet auch mal rüber und vor Ort ein paar Leute. Aber. Ähm, das geht erst und Bauermaß natürlich, aber das geht erstmal relativ, relativ langsam. Ja, ich überlege gerade, wie das eigentlich in den 70er Jahren so war, weil in den 80er Jahren kennt man das ja, dann gab es sowas wie eine linke Szene oder sowas, die halt gerade gegen diese ganzen Atomgeschichten viel demonstriert hat. Das ist ja in den 70er Jahren als. Die 68er Bewegung quasi gerade am Auslaufen war, mehr oder weniger erst im Entstehen habe ich so das Gefühl. Also mhm. hast du da einen Einblick, was das eigentlich für Leute waren, die da überhaupt demonstriert haben? Also war das dann wirklich nur die Leute vor Ort und die Holländer oder kommen da jetzt gleich noch irgendwelche, um, keine Ahnung, Hippies, Hippies ums Eck? Das ist, äh, das ist Wahnsinn, wie du immer meine nächsten beiden Absätze zu, äh, also. zu, kenn <laughs> zu kennen scheinst. Ja? Ähm, erstmal erstmal die Leute vor Ort. So, ja. da gibt es halt ein paar Leute, die das, die das so ganz gut finden, die da vielleicht was für Gewinn zu gewinnen haben, die denken sich, ja, das bringt Arbeitsplätze in die, wie heißt es so schön, strukturschwache Region. Und ähm, ja, so diese, diese Spaltung zwischen Gegnerinnen und Befürworterinnen verläuft durch, ja, durch Sportvereine, durch die Gemeinde, durch, durch Betriebe, durch Familien. Und die sorgt auch für, du hattest das jetzt angedeutet, so für, für eher ungewöhnliche Allianzen. Was, ähm, was Bauer Maas zum Beispiel macht. Also die, da gibt es halt so ein paar lokale Kids, die sagen sich, ja hier, die, äh, da, da machen wir mit, das geht so nicht und ähm, da müssen wir, wir müssen einen Umweltschutz machen und ähm, dann sind es aber halt auch wirklich schon eher so ein bisschen organisiertere Leute äh, aus ganz Deutschland, die dann da auch mal vorbeikommen und die treffen sich alle auf Maßens Hof. Er hat so einen ehemaligen Melkstall umgebaut in so ein, ich glaube, das ist das Zentrum der Freundschaft oder wie so was. <laughs> es ist halt so eine, so eine Begegnungsstätte und so ein, so ein alternatives Informationszentrum. Klingt so ein bisschen nach Wendland. Es Letzten Endes ist es wirklich, ich, ich kenne mich mit so diesen, diesen anderen Gegenden, ähm, so aus diesem aus diesem Kampf aus dieser Zeit wie das Wendland wo um das Atommüllendlager ja seit ewig und drei Jahrzehnten gestritten wird und äh, gleich kommen wir auch noch sage ich auch noch mal kurz was zu, zu Brockdorf. und äh, ja das sind so die das sind so bundesweite Bewegung erst, entsteht ist gerade im im Entstehen mhm, und die entzündet sich halt auch an solchen solchen Ereignissen Oh, da was sage ich gleich noch mal was äh, was dazu. Was sie jetzt erstmal machen, äh, die müssen jetzt erstmal unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten. Und was sie machen, ist, wenn so Busse, so irgendwelche Schulklassen oder, oder Vereine oder sowas in diese Informationstranhum gekarrt werden aus was weiß ich aus Koch, aus Kleve oder irgendwo aus der Region, äh, die fangen die Busse ab und bringen die da. Hört euch mal auch mal an, was wir hier zu sagen haben. Jetzt muss schön also, hier ins Atomkraftwerk rein. Das sind ja so Atomkraftwerk. In die Bauer Baustelle. Nee, neben nicht, also die vor der Baustelle werden die abgefangen und kriegen, kriegen dann bei Bauer Maß mal die, die andere Seite. Der. Ach so, für die Leute, die jetzt tatsächlich die Baustelle angucken wollen. Genau, ja, die, die ja. wurden da ja auch ja. hingekarrt. Das war ja wirklich so ein, ich weiß nicht, ob die Betreibergesellschaft dann, da habe ich nicht weiter nachrecherchiert, nach, ob die sich dann an die Schulen gewendet hat und gesagt, wir machen mal hier schön Wandertag bei uns, das wird super. Ja, ich wollte mich gerade wundern, wie die Schulen zu so einer, äh, sagen wir mal, regierungsgegnerischen äh, äh, Veranstaltungen gehen würden. Das ist natürlich nicht das Richtige. Die gehen natürlich erstmal zu den offiziellen Stellen. Da, gehst, da ist von, von auszugehen. Naja, und ähm, aber nach und nach äh, wächst dann da was zusammen. Da hast du die lo lokalen Niederrhein-Katholiken, die das da einfach nicht haben wollen. Die, die Friedens- und Anti-AKW-Bewegungen. Die eben langsam im Entstehen ist, aber eben auch sowas wie linke Szene, das gibt dann später in den Jahren, wird dann berichten die Leute auch, ja, dann sind dann halt auch die Punker rübergekommen, weil äh, hätte ja noch lustig werden können. Und ja, ähm, ja aber gerade an so einer, so einer Person wie Mars, die dann so erstmal also als konservativer katholischer Bauer sich dann in den Widerstand begibt. Und ich glaube, das ist so dieses Ding, wo es dann eben äh, so Bürger lasst das Klotzen sein, komm herunter, reit euch ein wird, wenn es dann die Leute, wenn es den Leuten erstmal wirklich selber an den Arsch geht, ähm, dann überlegen sie sich das nochmal, ob sie dann nicht doch lieber mit der Protestbewegung mitwollen. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Es hat ja relativ wenig mit deiner politischen Einstellung zu tun, ob du jetzt ähm, strahlen geschädigt sein willst oder nicht. Also ob du, also wenn du meinst, dass das eine Gefahr für deine Gesundheit ist, kannst du auch sehr gut als CDU-Mann Sagen, nee, also das will ich ja nicht haben. Äh, der, der GDL-Mann, der da gerade diese Bahnen immer bestreikt, der ist, glaube ich, auch CDU-Mitglied, der Herr Weselski und macht einen auf Arbeiterführer, der ja, er auch ist. Der hat einen, weil das sein, das ist sein, sein Job. Ja, aber ich will damit sagen, er hat ein bestimmtes Interesse, mhm. äh, was da rauszuholen für das, was er meint, seine Leute sind und ja. Absolut. Äh, und dann, genau. Ja. So mixt sich das dann halt. Ich kam deswegen auch aufs Wendland, weil das es ja genauso ist. Das sind ja auch eher konservative Bauern gewesen, die dann aber gesagt haben: also die Atommüll wollen weil wir jetzt aber nicht unter unseren Äckern hier liegen haben. Hm. Ja, und genau, es werden halt immer mehr, immer mehr Leute. Und in dem Maße, wie sich der, wie der Widerstand in Zahlen wächst, verschärft sich auch der, der Ton auf beiden Seiten. Und. Ähm Kleinen Einspruch noch? Ja. Äh, kein Einspruch, eine Frage. Die haben das, die haben 73, oder waren auch immer, da das Land gekriegt, Baugenehmigung geht los, die werden doch anfangen, da schon loszulegen. Genau, die bauen In da. Ihrem Bau. ja. Das heißt, äh, was macht denn die Gegenbewegung, außer zu sagen, das wollen wir aber nicht? Also gibt es da konkrete Maßnahmen, versuchen die konkrete Verhinderungsmaßnahmen, oder läuft das einfach seinen Gang, die bauen da halt und dann ist es halt fast fertig? Letzten Endes geht es also nie, niemand, ähm, ich, ich glaube, wahrscheinlich gibt es bestimmt auch irgendwann in, den, in, in bei diesen Demonstrationen, dass die ja dann auch, äh, da gibt ja, ja nicht nur einzelne, ähm, dass da irgendwie auch mal am Zaun gerüttelt wird, aber letzten Endes geht es halt darum, zu sagen, so, wir sind hier eine breite Bewegung, ähm, wir wollen nicht, dass das Ding ans Netz geht. Und dann ging okay. es halt erstmal dann nicht mehr, nicht mehr darum, wir wollen gar nicht, dass nicht, dass das Ding gebaut wird, sondern wenn das erstmal fertig ist, dann muss ja auch noch einmal der, der Brennstoff dahin und so weiter. Die haben also nicht gedacht, dass da das letzte Wort mit der Grundsteinlegung war, nicht das letzte Wort gesprochen. Da sind die erstmal ausgegangen. Okay. Und dann gibt es auch erst, erst ähm, Ende der 70er gibt es dann so die erste richtige Großdemonstration, ähm, und auf genau, es werden in, in Kalka bis zu 100.000 Menschen erwartet. Und ähm, aus den vorherigen Erfahrungen beim, äh, das ging, glaube ich, um den, um den Bau des, des Kernkraftwerks in Brockdorf in ja. Schleswig-Holstein. Und da ist es halt zu schwersten Ausschreitungen gekommen. Also da haben die ähm, die, die die Demonstrierenden äh, die die Polizei dann da wegscheuchen wollte denen eine äh, glaube ich a run for their money gegeben wie man <laughs> wie man da glaube ich sagte und das wollte halt man jetzt in Nordrhein-Westfalen unbedingt ähm, vermeiden mhm. und es ähm, kommt in dieser Doku ganz schön rüber wie so die die Polizeistrategie funktioniert hat nämlich es wurden weiträumig sehr weiträumig schon ähm, Straßen gesperrt Busse rausgewunken Leute kontrolliert Einfach um den, den, äh, den Zufluss an Menschen zu, zu verlangsamen und äh, sozusagen dafür zu sorgen, dass nicht alle gleichzeitig dann da sind, sondern dass die Leute erstmal langsam, langsam reinkommen. Also taktisches Konzept, wenn du einen Gegner hast, der erst in seiner riesengroßen Masse auf einen Haufen organisiert ist und auch dann erst seine Stärke entwickeln kann, ähm, dann ist das natürlich taktisch das Beste, was du machen kannst. Sie erstmal zerstreuen. Ja, das, wenn man das will, lässt sich das von Polizeiseite aus gut machen, wahrscheinlich. Ja. Und die, ähm, die Arbeiten der, der Journalisten, ähm, vom, dann unter anderem auch vom, vom WDR, die wird behindert, die werden dann an, an Checkpoints auch einfach festgehalten. Und äh, aber dennoch kommen bis zu 40.000 Menschen nach Kalkar und äh, protestieren friedlich mitten auf dem Marktplatz auch unser, unser Bauer Maas. Und ähm, du sagtest ja, was machten die noch? Und Bauer Maas hat, ähm, hat prozessiert dagegen was genau jetzt in der in der Klageschrift denn dann steht, aus welchen Gründen, ähm, habe ich nicht weiter jetzt recherchiert, aber es ging halt wirklich eher so darum, dass die, man wollte halt nachweisen, naja, das, das stellt irgendwie ein, ein unkalkulierbares Risiko dar. Ja, Sch schlüssig. <laughs> und ähm, das hat sich halt unheimlich in die, in die Länge gezogen. Und sie haben auch dann Gutachter aus den USA organisiert. Und ähm, das hat auch äh, Maß halt psychisch und finanziell, also ganz schön äh, hat ihm ganz schön die, die Kräfte geraubt. Hat das denn dann das ähm, herausgezögert, die, äh, die Annetzgehung oder wie da der offizielle Begriff ist? Ähm, oder lief das so parallel und ähm, dann sollte versucht werden, mal sehen, was dabei rauskommt. Äh, zu dem Zeitpunkt wurde das Ding immer noch weiter, weiter gebaut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Gerichts, äh, Gerichtsprozesse zu der Bauverlangsamung äh, dazu beigetragen hat, aber fertiggestellt wird es erst 1985. Aber das hat noch, noch mehrere Gründe, komme ich gleich nochmal zu. Und um äh, Bauermaß Kriegskasse so ein bisschen aufzu, äh, aufzupäppeln, hat sich die Bürgerinitiative, und da kommen wir auch zur, zur popkulturellen Verarbeitung des Ganzen, hat sich die Bürgerinitiative, ähm, hat sich äh, Protestbands, ja bitte? Ja, nee ich, nee, nee, ich kann da nichts Konkretes zu beitragen, außer dass ich das Gefühl habe, irgendwie mal davon gehört zu haben, dass es da so Rock gegen, ja, Rock gegen rechts ist es ja nicht, aber so Rock gegen Atom, sowas gegeben hat. Wo sich halt sowas... was. Ne, erzählen wir erstmal weiter. Ja, das ist, das ist nämlich genau das. Es, wird, äh, es erscheint eine, eine Sampler LP. Bauer Mars, Lieder gegen Atomkraft. Jetzt muss ich raten, wer dabei war. Um, kannst du gerne machen. Ich mache es hier äh, auf dem parallelen Bildschirm auf. Das wäre jetzt, das wär, wenn du da einen kennst, gewinnst du irgendwie, gewinnst du eine Antenne für DVB-T, <laughs> <laughs> die du sowieso haben wolltest. Ach, das ist jetzt also doch nicht so was Großbekanntes. Ich hätte es gedacht, dass dann da irgendwie Bab auftaucht oder sowas. Um, nee, so groß um, war ein Bab damals. <laughs> ja, <Quatsch>. <lacht> 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 nee, so. Um, da hast du eher so, ich würde sagen, so... Das sieht mir eher halt so nach so, so Polit, Polit- und Protestsong aus, was ja in Deutschland. Hannes war da. Ja, so in die Richtung. Der war es der war's dann schon, schon nicht mehr. Und ich gucke nochmal. Der Mann mit dem Hut nee, Trackliste. Alte. Jetzt ist ja ausgerechnet die Trackliste nicht dabei. Naja. Ähm, aber mit dabei sind definitiv aus Österreich die Schmetterlinge. Okay. Mit ihrem Lied, das haben wir natürlich auch in unserer Spotify-Playlist unter dem Titel ja. Geschmack ungenügend. Und ja. in unserer YouTube Music Playlist für die zwei, drei User, die das benutzen. Ähm, Heißt es Geschichte ungenügend? Da haben wir die Schmetterlinge mit Hände über Hönnepel. Oh die, warte mal, die Schmetterlinge haben die nicht. Nee, ich. ich immer so Assoziationen, da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Ja. Die. Was für Hände über Hönnepel. Hände über Hönnepel. Ja. Hönnepel. Ich kann mir diese ganzen. Das ist, mir, das ist nicht meine Mundart, da bin ich einfach nicht gut. Hönnepel, ja. Okay. Ja. ja. Gut. Ähm dann äh, dann nicht ja wir packen es auf jeden fall rein es ist echt ganz schöner ganz schöner protestsong der die geschichte auch einfach noch mal so so wiedergibt wie ihm dann wie wie die kirche eben dann da äh, sozusagen den das land unter den füßen wegzieht es sind ja doch die Schmetterlinge. die haben nämlich die großartige die großartige poletenpassion gemacht ich äh, da drifte ich jetzt ein bisschen ab die Poletenpassion ist tatsächlich so ein versuch glaube ich so ein bisschen äh, sowas wie das, das Kapital, äh, wie will man sagen, wie eine, ähm, ja, Musical kann man das ja nicht ganz nennen, äh, Version irgendwie aufzubringen. Also das, das, das Leiden des Proletariats über die Jahrhunderte hinweg zu featuren. Das ist ein ganz bemerkenswertes äh, Machwerk, diese Proletenpassion. Und daher kannte ich den Namen nämlich doch. Cool. Äh, muss ich rein, muss ich reinhören? Packen wir auch mal in die, in die Playlist für alle, äh, für alle Interessierten. Musikalisch grenzwertig. Ja. 1979 kommt der Unfall im Atomkraftwerk in Harrisburg den Interessen der Atomlobby nicht so entgegen, denn da sieht man jetzt halt zum ersten Mal bei einem großen Unfall die, die zerstörerische Wirkung und auch wirklich die, äh, die manifeste Bedrohung für die Menschen in der Nähe eines solchen Kernkraftwerks. Und ähm, ja, wenn immer so ein Unfall passiert, ähm, dann werden halt mehr Leute darauf aufmerksam. Und ähm, ja, sie ist, die Leute müssen halt erstmal irgendwie die, die Hand auf die Herdplatte legen, um festzustellen, dass das dann heiß ist. Und dieser, du hattest das auch nochmal gefragt, wie organisiert sind die Leute? So langsam formiert sich auch dieser Widerstand aus vielen lokalen Friedensbewegungslisten, Anti-Atomkraftlisten, Bürgerinitiativen, aber auch eben so naturbewegte Konservativen, die sagen, das kann man jetzt mit unserem schönen Land nicht machen. Und teilweise sind es Leute frustriert aus der Sozialdemokratie, die halt scheint äh, Industrieinteressen mitträgt. Und ähm, diese ganzen Gruppen finden dann ähm, spätestens 1980 zusammen bei der Gründung der Grünen als Bundespartei. Äh, Denen tritt auch dann äh, der stramme CDU-Mann Maas meines Wissens auch irgendwann bei. Und ähm, das ist schon die Grüne, dass die, die Grünen kannst du halt ohne Anti-Atom gar nicht so denken und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die dadurch, dass die eben so die unterschiedlichen Beweggründe gegen den Atom, den Atom zu sein, ähm, ja. dass die bis heute ja außer so Strömungen in den, in den Grünen widerspiegeln. Auf jeden Fall. Das stimmt schon, da kommen die schon her. Ich dachte immer auch eher, das ist so eine Friedensbewegungsgeschichte, aber das ist, glaube ich, eher so meine, meine persönliche Heimat gewesen. Ähm, tatsächlich sind die Grünen, ja, sind natürlich eine Umweltpartei genannt, aber das war ja genau das Thema. Mm. Die große Umwelt gab es, es gab Waldsterben in den 80ern, aber Atom war das beherrschende Thema jenseits vom Kalten Krieg in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Pass auf, ich habe einen Hot Take. Wenn okay. bei dir in der Gegend eine Pershing äh, stationiert äh, war, dann warst du anti-Atom, anti, -atom, äh, anti äh, also friedensbewegt und wolltest keine Kernwaffen. Und wenn bei dir im Hinterhof wir sie sie in ein Atomkraftwerk bauen wollten, dann warst du anti-Atom äh, aus, aus genau. äh, ökologischen Gründen. Ja, ja, genau. Jedenfalls haben die dann zusammengefunden. Und 1985 ist dann auch der schnelle Brüter fertig. Und es fehlt eigentlich jetzt echt nur noch so der der Stempel, die Betriebserlaubnis. Dann kommen die Brennstäbe rein und dann geht's los. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist die nordrhein-westfälische Landesregierung unter SPD-Mann Johannes Rau, der ja wirklich einfach, ich wusste gar nicht, dass man dann einen anderen Ministerpräsidenten haben kann. Also der ist ja, glaube ich, 78 äh, gewählt worden und war einfach so mein ganzes Leben lang Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und ähm, der war im Gegensatz zur Bundes-SPD nicht ganz so begeistert von dem Ding, haben die da rein. Und ähm, außerdem ist ihnen das ein Dorn im Auge, weil die, Jahr, die, die Anlage pro Jahr 100 Millionen Mark irgendwie auffrisst. Und, ähm, ja, also, es formiert sich da auch in der, in der Regierung auch schon. Also, da wird so in, Nordrhein-Westfalen wird schon auch ein bisschen hin und her überlegt. Und ebenfalls fertig, 1985 ist Bauermaß. der, der Brüter ist fertig. Der Kampf scheint, scheint verloren und die jahrelangen Prozesse haben ihn finanziell und wahrscheinlich auch, auch, auch psychisch ausgelaugt. Und er gibt seinen Hof in Hörnepel auf. Er will nicht neben dem Ding leben müssen und arbeiten. Und die Familie zieht nach, nach Ostwestfalen. Okay, wahrscheinlich für ihn so ungefähr genauso weit weg wie Australien. Ja, wobei tatsächlich dann in der, in der Doku berichtet dann so seine Tochter, dass sie dann an eine neue Schule kommt und der Lehrer irgendwie so sagt, ja, ich habe dich da gesehen hier mit der Demonstration und so weiter. Das finde ich ja ganz toll. Also die, die finden da auch irgendwie tatsächlich auch dann Anschluss und, und Leute, die sich ihnen solidarisch äh, gegenüber erklären. Und nicht irgendwie so als Brunnenvergifter in ihrer Gemeinde oder sowas. Ja, und was passiert dann? Ähm, dann läuft das Ding für eineinhalb Jahre und dann sagt die Regierung, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Dann explodiert erstmal Tschernobyl. Ach, ja, das <laughs> ja, hätte ich drauf kommen können. Ja, ja stimmt. 1986 im April. Ähm, ich erinnere das ganz gut, weil ich da, war ich, war ich acht, aber ich weiß, dass da, da war rein in Flammen, ein riesengroßes Feuerwerk in Bonn am Rhein. Und ich war da mit meinem Vater und ich erinnere das als erstes, dass ich irgendwie, dass wir dann nach Hause fuhren und mein Vater so ein bisschen aufgeregt war. Und dann hieß es ja jetzt hier nochmal, weil es hat auch übelst geregnet dann. Ich weiß nicht, ob das dann schon, schon wirklich da die Regenwolken waren, aber auf jeden Fall musste ich mich dann nochmal an, fast nachts unter die Dusche stellen. Und ähm, ja, dann gab es irgendwie jahrelang keine Pfifferlinge. Ja, ja, genau. Ich kenne das auch aus der Zeit. Wir waren in einem Schwedenurlaub in dem Jahr und da war auch völlig klar, man darf jetzt nichts mehr essen, weil ich, die Wolke zog ja so auch nach Norden da so raus. Mhm. Ähm, Schweden war ja schon stärker betroffen und dann gab es keine Heidelbeeren mehr, die man vom Wald nehmen konnte. Und überhaupt war sowieso wieder alles der Beweis dafür, dass das alles nicht so richtig gut läuft. Mhm. Und ähm, ja, 1991 ähm, wird dann end, end, muss dann äh, Bundesforschungsminister Riesenhuber. Mit der, äh, mit, mit der Fliege. Der mit der Fliege, genau. Er sitzt auch, glaube ich, jetzt noch im Bundestag. Ähm, ah, bin mir ist. aber nicht 100% sicher. Der, der jedenfalls muss dann, und er sieht dann auch so ein bisschen, ein bisschen zerknirscht aus, als er das dann verkünden muss. Aber auf jeden Fall, so die Verantwortung für das Nicht-Ans-Netz-Gehen und für das Einstellen dieses Projektes wird dann, äh, wird dann definitiv die nordrhein-westfälische Landesregierung verantwortlich gemacht. Der ist jetzt nie ans Netz gegangen. Nee. Das heißt, er ist von 1973 losgelegt worden zu bauen. War mhm. dann irgendwie Mitte, Ende der 80er fertig. Mhm. Dann durfte er nicht ans Netz wegen Tschernobyl oder wegen oder Tschernobyl oder wegen. Das hat sich dann, ja, und dann hat man, hat sich, dann, man hat sich dann auch über mhm. entschieden, das ist, dass wir jetzt vielleicht doch keine großen neuen Kernkraftwerke haben und vielleicht nicht so eine neue, ausgerechnet noch so eine neue Reaktortechnologie. Es gibt auch gar nicht so viele schnelle Brüder. Jetzt sind, glaube ich, noch in Russland zwei am Netz. Und Frankreich nicht auch sowas? Hatten sie, aber da bin ich mir nicht 100 Pro sicher, aber meines Wissens läuft da keiner mehr. Okay. Ja, Bauer Maas reist 1991 zur Siegesfeier nach Kalkar. <laughs> ähm, es lebt wahrscheinlich dann ein bisschen entspannter und verstirbt im Jahr 2008 und ist in seinem geliebten Hönnepe äh, begraben, wo aber jetzt halt dieses Ding steht. Ja. Eine der teuersten Investitionsruinen der bundesrepublikanischen Geschichte. Ja. Ähm, großes, ambitioniertes Infrastruktur- und Zukunftsprojekt. Ja. Habe ich noch eine Frage zu, wer hat denn das eigentlich gebaut? Weil die Kernkraftwerke sind doch im Besitz immer von irgendwelchen Energieunternehmen oder ist es staatliche Geschichten? Ich äh, das war eine, die, die die Bau- und Gesellschaft, das war die, äh, die, die, die hieß, KWU. KWU, genau. Und wie sich letzten Endes die, die Finanzierung zusammensetzt, äh, habe ich nicht 100 pro drauf, aber das ist ja natürlich, weil der, weil der auch Staat, äh, weil der Staat ja auch irgendwie seine seine damals ja noch mehr besessen hat, ist es auch ein, mit einem staatliches Projekt. Und die Niederlande sind auch zu 30 Prozent beteiligt. Ah okay. Und wem gehört das jetzt? Weißt du das? Ja, jetzt gehört das. Oh Moment, habe ich, ich, hab ich das hier nicht? Habe ich das hier nicht rüber Doch, jetzt gehört das Henny van der Most. Okay. <laughs> du hast gefragt, wem es gehört. Ich habe dir gesagt, wem es gehört. Henny van der Most ist ein niederländischer Unternehmer. Und Henny van der Most hat sich eine Nische zum Geldverdienen ausgesucht. Und die ist, alte Industriegebiete und, und Gewerbe, Gewerbeanlagen, die irgendwie harbariert sind, in Schieflage äh, geraten sind, spottbillig einzukaufen und, ähm, und die Nutzung umzuwandeln. Und jetzt sind da Hühner drin und Brüten. Er hat für das Ding viereinhalb Millionen Mark bezahlt. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so den, viel. An den ganzen Geldern, die da bisher reingeflossen sind. ja. Schnapper. Und ähm, ja, das Ganze, er macht daraus einen Vergnügungspark, der zuerst Ach. das Kernwasser Wunderland genannt wird und ähm, später jetzt nur noch das Wunderland Kalkar. Habe ich noch nie von gehört. Hast du dich da mal hinbegeben? In ich Jugend? war vor drei Jahren da. Das, Ach, was? In meiner Jugend war das ja noch nicht fertig. Der hat das, das, wurde, der hat das 95 gekauft und dann am Ende der, der, der 90er wohl wohl aufgemacht. Und ich war okay. jetzt gerade 2018 oder 2019 waren wir da. Und das ist so ein klassischer Vergnügungspark mit Wildwasserbahn und hm. Würf, weiß ich nicht. Nicht ganz. Es ist, ich würde sagen, so, so, ein, so, ein, so ein Vergnügungspark aus der zweiten Reihe. Also okay. jetzt keine keine super innovativen Fahrgeschäfte, keine keine Wildwasserbahn, wie du sagtest, sondern halt eher so sehr stark familienorientiert, viel Sachen für, für kleinere, auch mehr, mehr Spielplätze und das Ganze oh, sehr, auf, sehr auf Familien, ja genau, sehr auf Familien, ähm, also große auch große Kletterwände und ähm, auf Familien getrimmt, kostet auch relativ wenig Eintritt und du hast noch so eine Wasser-, Softdrink-, Kaffee-, Pommes-, soft flatrate Klar. Und das befindet sich alles äh, unter dem großen äh, Macht dieses Brüters. Im Kühlturm. Nein, das ist draußen. Und in das äh, Teile des Gebäudes, also die Verwaltungsgebäude, das ist jetzt so ein Kongresszentrum und Hotel. Ja. Und der, der Kühlturm ist, ja. in dem Kühlturm ist ein Kettenkarussell, das dann so hochfährt aus dem Kühlturm raus. Das ist schon Ach, ganz klar. abgefahren. Du fährst dann der und dann fliegst äh, du da oben rum. Über den Rhein und dann geht es wieder rein in den Kühlturm. Und der Kühlturm außen ist halt eine riesen Kletterwand auch. Ah, okay. Ja. Kann man, kann man Kann man auf jeden Fall mal, äh, mal machen. <laughs> und ja, sowieso ist es, finde ich, auch eine schöne, eine schöne Ecke da am, am Niederrhein. Aber mich hat das einfach, ich, also und vor allen Dingen ist es halt faszinierend. Du hast da halt noch so Teile, so die, aus der, die, die Turbine und sowas. Äh, Besichtigung geht jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen, äh, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Ach nee, genau, das wird gerade doch ausgeschlachtet. Weil mittlerweile mhm. die verbauten Rohstoffe, also Eisen und was nicht alles, sind halt mittlerweile so viel wert, dass sich das doch lohnt, das daraus zu Damals war halt der Abriss viel zu teuer, sodass sie mhm. es dann halt an diesen, äh, an, diesen, an diesen Niederländer mit seinem verrückten Plan da verkloppt haben. Und ich glaube, <laughs> es hat sich für die, für die Gemeinde und für die Kalkarer total gelohnt, dass da jetzt eher halt irgendwie äh, lachen zu hören ist. Ja. Ja. Sorry. Besser als in Frankreich, wo sie einfach großes Kinderlachen an die Atomkraftwerke ranmalen. Wie da irgendwie diese Rhone oder was ist das ist, wo die ganzen Dinger stehen, runterfährst. Ja. Hast du da so riesige Bilder von irgendwelchen lachenden Kindern an den Atomkraftwerken ranmalen. Oh. Das, so das macht schlechte Laune. Ja. ja. Die AfD hatte weniger Glück. Ja. <laughs> die hatten wir ja noch mal. Nee, die, die haben nämlich im November 2020 ihren Bundesparteitag im Wunderland Kalkar äh, abgehalten. Ah. Und da musste ich mir die, die Funktionäre so irgendwie auf der Raupe und dann doch im Autoscooter <laughs> vorstellen, wie sie sich da gegenseitig äh, wegdotzen äh, in den Pausen. Sehr schön. Ja, und das war der schnelle Brüter von Kalka. Ja, hat sich ausgebrütet. Das war, das war was, was ich in meiner Kindheit voll oft gehört habe, immer in den Nachrichten. Ja. Und ich fand das immer irgendwie immer irgendwie possierlich, wusste aber nie so genau, was das war, bis ich dann halt mal selber im Kühlturm <laughs> stand. <lacht> ja, sehr gut. Ja, das ist alles ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das ist ja immer Fernsehnachrichten für mich. Ich meine, für dich ist es ja noch ein bisschen näher dran gewesen, einfach da, wo du aufgewachsen bist, also näher dran. So, weiteres im Sinne. Aber diese ganze Anti-Atom-Bewegung war natürlich ein großes Ding. In meiner Jugend der 80er Jahre hat man immer mitgekriegt, dass es ein Riesenstreit ist. Und für mich war das sowieso immer klar, dass das natürlich irgendwie böses Zeug ist, weil so geht ja noch auch nicht irgendwie. Und die armen Menschen, und um wie sollen das denn gehen? Ja. Ist halt alles ein bisschen hinfällig inzwischen. Ja wann ist der offizielle Ausstieg? Oh, habe ich nicht mehr hier. 32 oder irgendwie sowas haben die da mal beschlossen. Ja, irgendwie Nach ist Fukushima. noch Fukushima ist noch ein bisschen, ja, ist noch ein bisschen. Ist, du sagst noch Fukushima. Das sind halt immer wieder, es muss halt immer erstmal irgendwas passieren. Ja. So auch so beim Klimawandel, da ist egal was passiert. Das kann immer schlimmer werden, aber vielleicht braucht die hier es vielleicht noch mal hinten raus selbstgerecht von zwei middle aged men, selbstgerechter Tipp an Fridays for Future. Sucht euch einen Bauer Mars. Ich glaube, du kriegst jetzt hunderttausende Landwirte in, Deu oder tausende Landwirte in Deutschland zusammen, die sagen: ey, Klimawandel, vielleicht doch nicht so geil, gerade mit meiner Monokultur hier. Ah. Garantiert. Wird es auch viele schon geben, bin ich sicher. Hoffe ich mal sehr. Und ähm, ja, dann sehen wir die beim Klimastreik am 24.09. Und wir hören uns wieder in genau. zwei Wochen, wenn ich das andere Skript, was hier neben mir mit dir durchkaue. Sehr gut und äh, mal schauen, wann das passieren wird. Ich bedanke äh, mich äh, für die Aufmerksamkeit. Alles klar, dann äh, mach jetzt mehr Stopp. Tschüss. Brütet schön. <laughs>